Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur weiteren Folge ARK. Das hier ist Folge 42, wenn ich mich nicht irre. Und wir haben heute wieder ein bisschen was vor. Ich weiß noch nicht so, ich habe noch nicht so genau einen Plan, wie das alles laufen wird, aber das sehen wir dann. So, Gruppus, jetzt ziehen wir erstmal die alle Weihnachtsmütze aus. Die Zeit ist ja wohl vorbei, mein Freund. Hier, so. Ja. Sieht ganz anders aus. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Also ich habe meinen Geburtstag auf jeden Fall schon mal ganz gut hinter mich gebracht. Den hatte ich gestern und da war ich mit meiner Familie ein bisschen essen und hier und da und ein paar Freunde und was man halt so macht an seinem Geburtstag. Und ja, deshalb kam auf jeden Fall gestern nichts. Eigentlich wollte ich gestern noch was hochladen, aber irgendwie habe ich das echt zeitig überhaupt nicht gebacken bekommen. Und wir wollten uns heute eigentlich nach dem Dung Beetle umgucken und jetzt weiß ich auch, wo die sind. Weil wir spielen ja auf dem PvP-Server. Und die Dinger sind echt stark. Also, die haben echt richtig. Also, diesen Fertilizer, die können ja diesen Fertilizer machen und ein bisschen Öl. Das Öl ist nicht so das Ding, aber Fertilizer machen die halt echt verhältnismäßig viel. Du brauchst ja diese Compost-Bins fast gar nicht mehr. Also, ich war hier jetzt mal auf dem Weg, da so ein bisschen zu einem Cave zu fliegen. Bei uns in der Nähe vom Vulkan ist auf jeden Fall einer. Und da sollten die aufzufinden sein. Und da kann man auch mit dem Argentavis rein, aber nur so halb. Und ich hoffe ja, dass wir auf der Hälfte. Oh, ich habe gerade echt Lags. Dass wir auf der Hälfte irgendwie einen Dungbeetle finden, dass wir ihn mitnehmen können. Ich hoffe es. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, komme ich einfach wieder, wenn ich da bin. Da müsst ihr nicht so lange warten. Bis gleich. So, da sind wir beim Cave angekommen. Wir haben hier so ein schönes Tor drin. Da wird unseren Vögeln nichts passiert, wenn wir die hier drin stehen lassen. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder die härteste Ladezone ever. Also ab und zu fliegst du rein, da passiert halt gar nichts. Und ab und zu fliegst du rein, da hast du Standbild des Todes und es passiert einfach gar nichts mehr. Und diesmal. Oh, da war es kurz. Ah, es ging ja noch. Will ich zumachen? Nö, eigentlich nicht. So, da wollen wir mal gucken, ob wir was finden hier. Seht ihr überhaupt was? Ja, ihr seht ein bisschen was, glaube ich. Sonst können wir. Ich mach grad gar mal. Sei still. Obwohl, das ist zu hell fast schon. Ah, es geht wohl. Da müsste ich jetzt eben durch. Ich muss mich eben durchkämpfen. Ich hoffe, ich finde hier wirklich was. Sonst wäre es halt echt enttäuschend. Ah, da ist, glaube ich, schon einer. Da ist einer. Da sind zwei. Dich nehme ich mit. Du kommst mit. Du kommst mit. So. Lass mich durch. Habe ich dich verloren? Ich habe dich verloren. Nein. Nicht im Bett liegen. Komm mit. Nicht da rumliegen. Komm mit. Komm schon. Du bist doch so dumm. Ich hasse dich, Kackkäfer. Oh, ich back durch die Wand und was weiß ich nicht. Eigentlich würde ich ganz gerne die Viecher kennen, aber ich habe Angst, dass ich die Käfer treffe. Ich will eigentlich beide mitnehmen, am liebsten. Habe ich ihn? Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn. So. Ist hier was Böses? Hier könnte was Böses sein. Was habe ich jetzt noch am Arsch? Wartest du hier? Bleibst du so stehen? Bist du ein lieber Käfer? Du bist ein lieber Käfer. So, wieder rein. Hol uns Nummer 2 auch noch ab. Eigentlich kann ich ganz gut das Tor hinter mir dazu machen. Dann kann ich den da drin lassen. Das wäre halt super. Stirb. Seitdem die Vögel halt nicht mehr so stark sind, da muss man halt echt vorsichtig sein in Caves damit. Das ist echt gemein. Habe ich den? Ihr seht wahrscheinlich nur rumgebugge. Ich nämlich auch. Ich drücke einfach die ganze Zeit Angriff und versuche irgendwas zu treffen. Lass mich durch, ich benutze den Käfer an. Käfer, 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 wo bist du? Da bist du! Komm her. Ja! Easy. Easy. Den würde ich sagen, lassen wir hier. Krieg ich das Tor wohl zu? Ich bin mir nicht sicher, ob er despawnt hier drin, aber eigentlich dürfte er nicht. Eigentlich könnte ich. Bist du aggro? Du bist doch nicht. What? Das habe ich noch nie erlebt. Dieses Aggro, Hilfe! Aggro-Käfer hinter mir.
Tür zu, Tür zu. Geh zu. So. Und du bist noch hier oben? Lebst du noch? Du lebst noch. Sehr gut. So, Leute, da haben wir unseren Kacke-Käfer. Ist er nicht schön? Ist schon irgendwie schön. Also, ich mag die. Greift jetzt das Tor an, oder warum höre ich Kampfmusik? Du greifst an! Dein Ernst? Naja, dann bringen wir den Kollegen mal nach Hause. Schon mal. Und dann holen wir vielleicht noch den zweiten mal gucken. Ah, erstmal will ich euch ja nur zeigen, wie das alles so abläuft. So, dann würde ich sagen, bis gleich, dann treffen wir uns zu Hause. So, da sind wir wieder und ich habe mich doch dazu entschieden, beide mitzunehmen. Beide Kackis. Die sitzen hier so schön, still und ruhig, greifen nichts mehr an. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen KK. Am besten große KK, weil dann tame die schneller. Soweit ich weiß. Du machst einen guten Anfang. Du bist echt ein guter Vogel, Mann. Medium ist ja schon mal etwas. Hier, wa? Auf die ist Verlass. Heino, der hört auch sofort. Zack. Da ist sogar ein großer Haufen. Noch jemand. Fighter magst du jetzt auch noch, vielleicht? Komm. Kann ich. Verdammt. Oh, Trap hat auch schon losgelegt. Zack. Den habe ich auch noch erwischt. Da ist noch einer. Oh, Leute, ihr macht das so gut. Ihr seid echt immer für mich da. Auch wenn es so kacke ist. So. Dann wollen wir wieder dahin und gucken, ob wir damit schon einen getaped bekommen. Eigentlich dürfte das wohl klappen. So. Dann müssen wir die auf die Null ziehen. Wie das bei Passive Tames halt so üblich ist. Wer sich übrigens fragt, warum ich diese komische Rüstung habe und ich habe meine ganzen gefärbten Sachen. Ich bin mal wieder durch die Welt gefallen. Kann ja mal passieren. Ich habe versucht, auf dem Quetzal was zu bauen und irgendwie kann man bei uns in diesem Gehege da nichts mehr bauen. Da sind zu viele Strukturen, sagt Ark. Einfach. Und auf jeden Fall musste ich damit die Quetzal ein bisschen rausfliegen, damit ich da was drauf bauen konnte, was halt schon total sinnlos ist. Und dann bin ich während des Bauens vom Quetzal gefallen, hier auf den Boden geknallt und dadurch. Ja. Hallo? Darf ich dir Kacke in Popo stecken? Darf ich. Halbes Taming. Super. Das war large, ja, okay. So, wie sieht's bei dir aus? Vielleicht kriegst du sogar beide gleichzeitig. Oh, oh, das läuft gut. Oh, ich brauche mehr Kaka. Ich glaube, ich beeile mich schnell, bevor die wieder essen wollen. Go, go, Post, go. Hat noch jemand Kacke für mich? Hallo? Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal fragen würde, aber... Hat jemand Kacke für mich? Ihr habt Medium? Ah, ist schon mal ein Anfang. Noch jemand was? Ah, sauber. Sehr gut. Du auch noch? Komm schon. Ah, verdammt. Warum nicht? Sonst haben wir ja nichts Großes rumstehen, glaube ich. Gigas? Oh, super. Und schnell wieder zurück. Vielleicht können wir die schon wieder füttern. Ah, da ist noch was. So. So. Zack. Und... Until it's hungry again. Das klingt so falsch. Wir warten jetzt, bis du hungrig bist. Und dann geben wir dir Kacke. Wie sieht's bei dir aus? Auch. Los, sei hungrig. Zack. Oh, ein noch. Und du? Kannst du auch wieder? Oh, ich muss erstmal wieder. So. Zack. Och, komm. Ja, da reicht aber auch ein Medium dann. Einen großen habe ich noch, den geben wir dem anderen.
Ah, das hier sind ja mal die chilligsten Passive-Tames, die ich je hatte, ne? Aber wenn ich mich da an den, wie heißt da noch, diesen Riesenaffen da erinnere, da habe ich einfach die ganze Zeit auf die Schnauze bekommen, wenn ich dem was gegeben habe zu essen. Zack. Dumbi, wie nennen wir ihn? Kaki. Und den anderen. Ich bin so schlecht in Namen. Kaki war schon nicht mein glorreichster Einfall. Dürft ihr entscheiden. Ihr dürft entscheiden, wie unser zweiter Kackkäfer heißt. Habe ich beide? Ja, so. Dann nehmen wir die gleich mal mit. So. Übrigens kann man die nur mit dem Argentavis aufpicken. Mit dem Petronor geht das nicht. Ja, mit dem Katzer natürlich auch, aber mit dem Petronor nicht. Weil sonst könntest du halt in jeden Cave so ziemlich reingehen. Ah, nee, nicht in jeden, aber in die meisten und die da rausholen. So. Und jetzt müssen wir die guten Freunde auf Wandern stellen. Weil wenn die nicht auf Wandern sind, dann machen sie ihren Fertilizer-Kram da nicht. So, und jetzt können wir den halt. Der hat 6 Weight, das ist schon recht viel für die Käfer. Also das ist wirklich relativ viel. Und das hier 5,4. Also Level kommt es echt nicht so sehr drauf an. So, dann müssen wir eben gucken, ob wir hier noch ein bisschen was finden. Ah, Kleine geht auch. Ich habe doch gerade noch jemanden gehört. Naja, auf jeden Fall. Fliegt hier gerade ein Flugzeug lang. Ich hoffe, das hört ihr nicht. Ah. Ich hab gekackert. Wo? Da. Willst du meine Kaka essen? Ja, guter Käfer. Auf jeden Fall kam letzten Patch noch Bier raus. Ich weiß gar nicht, ob ich das mittlerweile machen kann. Kann ich. Yes. Weil das konnte ich im. Also ich mache ja immer die Patch-Notizen. Und da war das Bier eigentlich schon raus und ich konnte auf einem Grund klicken, konnte es aber wieder nicht leeren. Das war ein bisschen doof. Worunter sollen das so sein? Strukturen? Cooking? Cooking? Okay. Bier Barrel. From Touch Water and Berries Water. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwo anschließen, könnte ich mir vorstellen. Wir brauchen nur ein bisschen Holz. Das sollte möglich sein. So, lass mich raus. Zack, zack, zack. Wie viel brauchte ich? Ich weiß gar nicht. 300? Irgendwie sowas. Ah, das dürfte reichen. Alter, was ist denn los bei den Flugzeugen? Geht weg hier. Ich habe hier einen wichtigen Job zu erledigen. Käfer mit Kacke füttern und Bier brauen. So. Zack, 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 zack. Cooking Beer Barrel. So, da machen wir doch mal unser erstes Bierfass. Und gucken mal, wie das alles so klappt. Und irgendwie kam im Patch auf jeden Fall Bären, die spawnen ja relativ schnell. Und jetzt kam wohl im letzten Patch irgendwie, dass die da drin nicht so schnell spawnen. Also, dass das halt auch irgendwie fair bleibt, weil irgendwie dauert das 6 Stunden, bis ein Bier gemacht wurde. Also, das ist schon ein bisschen heftig. Auf jeden Fall können wir das halt diese Folge nicht zeigen. Vielleicht nächste. Hoffentlich ist nächste Folge unser Bier dann fertig. Ich überlege gerade, wie ich es mache. Eigentlich könnte ich den abreißen. Ich glaube nämlich, die kann man direkt da dran anbringen. Oder nicht? Oder nicht? Oh, zu viele Strukturen, das ist halt so. Ich weiß nicht, warum das jetzt so ist. Das ist neu. Das hatten wir vorher noch nie.
Das würde halt da gehen, aber so sie ernsthaft mit diesem einen Fass sonst so hingehen, weil sonst so viele Foundations hier sind oder sowas. Ich verstehe es nicht. Habe ich nicht drüber nachgedacht, warte, dann nehmen wir mal. Entweder das ist neu, dass eine bestimmte Anzahl an Strukturen irgendwo sein kann. Irrigation. Was haben wir da? Schönes. So. Dann nehmen wir mal ein Intake. Ein paar Straight. Ein paar Inclined. Und. Ach so. Ich nehme einfach einen davon mit. Man weiß ja nie, wie es ist. So. Weiter. Nimm mich mit. Fliegen wir mal hier irgendwo hin und machen das hier. Das ist halt total dumm. Da müssen wir uns irgendwas überlegen. Oder ob man das irgendwo einstellen kann, dass es nicht mehr begrenzt ist. Also wenn ihr da was wisst, ruhig gerne sagen. Weil ich weiß es nicht. Hauen wir hier ein Intake hin. Hauen wir hier. So. Das muss ja jetzt nicht schön sein. Ich will euch das ja nur mal zeigen und ich will nur mal besoffen werden. So. Da drauf? Warum da drauf? Da drauf. Ist aber irrigated. Guck, das hat sogar so eine Anzeige wie beim Cooker und sowas auch. Also, dass da ja eine Irrigation ist. Das ist schon mal nice. So, was ist das drin? Was brauchen wir noch? Put Fetch Berries and Water. Fetch haben wir auch schon dabei. Wasser ist auch drin. Da brauchen wir noch ein paar Beeren. Dann machen wir das Ding doch gleich mal voll. Damit wir uns nächstes Mal ordentlich die Hucke voll saufen können. Ach, Bertha, was ist denn los? Warum hast du keine Beeren? Krieg ich welche? Oh, falsche Seite. Andere Seite. Fetch. Toll, du tötest nicht mehr den Dillon. Was ist los bei dir? Dann gehen wir mal auf Mario. Wir müssen erst ein bisschen Beeren sammeln hier. Und Mario hat ordentlich Movement Speed. Wir können sogar noch Movement Speed scalen. Habt ihr jemals so ein schnelles Mammut gesehen? Ich nicht. Lass mich durch. Hallo? Ist gerade ein Lag? Ich kann nichts tun. Ja, jetzt. Gut, was du das? Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie eine bestimmte Beerensorte sein muss, damit das irgendwie ein bestimmter Geschmack ist. Oder irgendwie sowas. Also ich habe auf jeden Fall gehört, dass du dann stärker wirst, wenn du das Bier trinkst, aber dann nicht wirklich was von hast, weil du nicht viel siehst oder irgendwie so. Ich habe das selber noch nicht benutzt. Ich bin halt auf diesem PvP-Server und da hat einer sich wohl Bier gebraut und hat das so in Chat geschrieben. Man weiß ja nicht, ob man den Leuten immer so Glauben schenken darf, aber. So. Mario, gib mal her die ganzen Beeren. So. Nehmen wir noch ein bisschen Fetch von hier mit und dann geht's wieder zurück. Und dann lassen wir das Bier bis zur nächsten Folge brauen. Und testen wir das mal aus. Boah, Fetch müsste ja echt hier sein. Fetch, 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 hier. Zack. Wie dumm das aussieht, dass hier einfach so ein Biersatz steht. So. Bären. Und noch ein bisschen Fetch. Ich weiß nicht, wie viel Fetch da rein muss. Ah, ich drop mal. So. Then fill up a glass of jar. Was? Water jar? Könnte sein. Das sehen wir aber nächste Folge dann.
Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, ich warte noch ein bisschen, bis unsere lieben Käfer da ihren Fertilizer gemacht haben. Da kann ich euch das auch noch eben zeigen. Das wäre wahrscheinlich ganz interessant. Kacki, du hast gar keine Kacke drin, oder? Doch, hast du. So, dann warten wir noch ein bisschen, bis der Fertilizer gemacht hat. Und dann komme ich wieder und zeige euch das mal. Bis gleich. So, und da bin ich nochmal. Und unser lieber Kacki, der hat hier schon Fertilizer gemacht. Drei Fertilizer und einmal Öl von einem Large. Das war, glaube ich, ein Large. Also zumindest weiß ich, dass das so ist, dass man von einem Large drei Fertilizer bekommt und sechs Öl. Auf jeden Fall es macht das auf den nur Sinn, Weight zu scalen. Guck mal, ihr kriegt 0,5 Weight. Klar ist das wenig, aber desto mehr ihr da reinpacken könnt, desto mehr Fertilizer habt ihr dann später, ne? Ist ja irgendwo, macht ja irgendwo Sinn, ne? Und Lebensgehen oder sowas, das werden wohl eh nicht eure Tanks im Kampf werden oder so. Von daher lasse ich den Guten hier einfach mal rumwandern. Und den ihr noch benennen dürft, der ist schon hier hinten ganz. Der hat. Hast du auch schon was gemacht? Du hast gar nichts gemacht. Super. Super. Was kannst du eigentlich? Auf jeden Fall habe ich da noch ein bisschen was reingepackt. Und er hat ja 5 Weight, also mehr kriegt er auch nicht rein. Schade eigentlich. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal genug Fertilizer für die ganzen Plants haben, die wir da draußen haben. Und falls ihr die Patch Notes nicht geguckt habt, das hier ist der andere Dino, der andere neue Dino. Der Dimetrodon. Und der ist sowas wie ein Air Conditioner. Also wenn ich in der Nähe bin, habe ich hier so. Hier guckt, seht ihr ja die Isolation von gegen Hitze, gegen Kälte oder so, ist das glaube ich. Und ich habe hier 185 und 86. Und wenn ich weggehe, dann habe ich 112 und 13. Also die machen irgendwie um die 70. Eigentlich ganz cool, aber irgendwie werde ich mit dem nicht so ganz warm. Ne? Und die fressen halt unglaublich viel Narcotics. Also wirklich, du musst dauerhaft dabei stehen und denen die ganze Zeit Narcotics geben. Sonst wacht er innerhalb von einer Minute wieder auf. Also wirklich, das ist fast wie beim Giga, nur dass der halt nur 1000 Topo hat. 1400. Sind sogar noch Narcotics drin. Die kannst du mir wiedergeben. Aber das ist echt unnormal. Aber ja. Seit irgendeinem Patch ist es auf jeden Fall, dass du jetzt damit auch Eier isolieren kannst, also wenn du davon irgendwie drei Stück hinstellst oder was und dann Ei hinlegst, dann kann es sein, dass das brütet. Das ist cool, aber ja, wie schon gesagt, du verbrauchst halt so viel Narcotics, dass ich nicht weiß, ob es sich lohnt. Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Übrigens kannst du mal auf Passive, nicht, dass du mir hier noch abkratzt. So. Ja, und eigentlich war das alles, was ich euch zeigen wollte für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like oder ein Abo freuen. Dann sehen wir uns das nächste Mal und tschüss!